Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu The Legend of Zelda. So, ich lasse mich heute durch nichts mehr aufhalten, auch nicht dadurch, dass Lutz jetzt hier nicht weiterlaufen will. Du blödes Pony. Okay, Seeschrein, die erste. Volles Rohr. Habe ich jetzt richtig Bock drauf. Und dazu besuchen wir diesen Friedhof. Gott, dass wir auch gerade ausgerechnet an der Stelle im Spiel so viel Sidequesten müssen, wo wir richtig, richtig unmobil sind. Fein. Habe ich dich? Eine Ameise männliche. Nicht die Minikarte. Da. Nein, habe ich nicht. Das heißt, das Gegenstück muss hier irgendwo abkacken. So viel zu zack, Seeschrein und los. Wo ist das Biest? Moment. Moment. Items. Klick. Das da. Das da. Hatten wir noch gar nicht alles hier? Ist ja unglaublich. Yay! Moonaten! Mit dem ganzen Gefiech hier habe ich jetzt keinen Bock, die zweite Ameise zu suchen. Wir gehen jetzt zu diesem scheiß Seeschrein. Alter. Kack die hier noch irgendwo ab. Nö. Nö. Nö, tut sie nicht. Dann los. Aber Sidequesten ist so cool. Ich meine, es ist Zelda und... Ach, herrje. So. Hylia See bei Nacht. See, sehr, sehr melancholisch. Toll. Der ist ein Tacken größer geworden. Jetzt, wo wir das scheiß Wasser da wieder reingepumpt haben. Ich hatte eigentlich gar nicht in Erinnerung, dass die Karten in Twilight Princess so groß sind. Finde ich aber geil. So, wir haben... Ja, wir haben noch 5 Wasserbomben im Gepäck, aber... Das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Denke ich so überhaupt nicht. Hi. Der Schrein dort hinten ist zu einem Hort des Bösen geworden. Bitte geh nicht hinein. Du willst doch wohl nicht hineingehen? Ach nein, wir doch nicht. Na, lass mich da rein. Danke. Hell yeah. Ist das schön bunt hier. Unsere Eisenstiefel. Wow, 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 wow. Du ekligen Dingen. Na komm schon. Danke. Schön. Und sogar hier gibt es Töpfe unter Wasser. Wunderbar. Komm schon. Es ist auch ein bisschen slow unter Wasser, der Gute. Aber ich finde es geil, dass man das Schwert unter Wasser benutzen kann. Ich meine, das ging sonst nicht. Okay, Stiefel aus. Krawallen. Ganz so viele Krawallen. Du ekligen Stück, du. Was ist denn das? Vorsprung. Witzloser Vorsprung. So. Seeschrein. Schön. Hey, du Matschi. Oh, fick dich. Das rote Matschi da sieht gut aus.
schlürfen wir. Nehme ich mir. Yeah, hey, hey, hey! Das ist rotes Schleimgelee. Füllt 8 Herzen, bla, kennen wir schon. Was ist denn hier noch für Kampfmusik? Hey, Wasserbomben, wie schön. Dann haben wir unsere 15 wieder voll, danke. Wusste ich's doch. Was ist hier los? Noch mehr? Nee? Pfeile! Awesome! Wir haben Pfeile. Das ist toll. Okay. Ich werde ja mit jedem Shit versorgt hier. Das ist ja richtig awesome. Okay. Hm. Ach, da hinten ist noch so ein Schleim. Joink! Überall regnet hier Schleims von der Decke. Wozu habe ich mir eigentlich im letzten Part das scheiß Elixier gekauft? Meine Güte. Klick, klick. Na, komm schon, Link. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Blaue Arachnos. Wütende Helm, Mistviech-Dingis. Das kombinieren wir mit dem Bogen, weil wir cool und lustig sind. Yay! Yay! Das war gefährlich! Schätze, du solltest zuerst die Stalaktiten runterholen, die da von der Decke hängen. Ach so, ja. Ich glaube, der erste fällt einfach so runter, wenn wir uns dahin bewegen. Und Mietner triggert das dann. Sie sehen mir verdächtig locker aus. Und wenn du die nur ein ganz klein wenig anstößt, kommen sie doch bestimmt sofort runter. Yes, ma'am. Das war mein Plan. So. Und weil wir gerade schon dabei sind. Ups. Ey. Boom. Können wir ja so ein bisschen rumsnipern. Nicht wahr? Ist. Elegant, wie er die Zündspur einfach. Was auch immer du bist. Keine Lust mit dir rumzuspielen, blödes kleines Scheißtier. Wacker. Noch irgendwas zu holen hier? Oder nicht? Okay. Was auch immer du willst, Junge. Gut. Kiste. Jetzt geh da hoch, Mann. Nein, 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 nein. Bleib auch oben, bitte. Wo werden die jetzt hingesprochen, die Bomben? Cool. Die werden beide aufgefüllt. Also nicht beide kriegen 10 Einheiten, sondern naja, erst die eine und die war voll und dann die andere. Sehr gut, sehr gut. Sonst noch etwas. Wie wäre es denn, wenn wir unser cooles Fernrohr benutzen, um den Shit hier mal. Ja gut, okay, alles klar. Und weiter im Text. Schön auch mit dem Zora-Wappen hier überall. Was ist los hier? Aha. Ah. Willkommen im Hauptraum. Wassertempel. Hi. ZR. Waka.
Okay, hier können wir nicht wirklich viel machen, außer weiter geradeaus gehen. Wie chillig, eine normale Tür. Warum denn nicht? Okay. Gut. Dort oben steht eine Kiste rum, das weiß ich. Aber da kommen wir jetzt noch nicht dran. Ey. Ach shit, das war die Nummer. Ah, ja, da ist die Kiste. Hell yeah. Okay. Wer sitzt denn da im Töpfchen? Die Tante, die sollten wir uns wohl auch zum Anfang erstmal holen. Nur... Wie ihr seht, können wir gerade erstmal nur hier lang. Und falls ihr das Spiel noch nicht kennt, ja, wie ihr wohl vermutet habt, lässt sich diese Treppe drehen. Und das ist der Kernraum des Wassertempels. Und echt, nee, also doch, also irgendwie, ja, aber... Niemand, verdammt nochmal, mag es, diese Wasserstände ständig zu ändern. In jedem scheiß Zelda-Game ist das Gleiche. Wir beißen uns da durch, okay? Wir stehen, ihr steht das zusammen mit mir durch, ja? Das, alles klar? Gut. Okay. Hopp. Yay. Wer baut sowas? Chaka. So, Tantchen. Joink. Puh, endlich draußen. Ach, der nette junge Mann von neulich. Schön, dich zu sehen. Reisen wir doch ein Stück gemeinsam, wo wir uns nun schon wieder getroffen haben. Gib mir einfach Bescheid, wenn du raus willst. Jederzeit. Die Tante wieder getroffen. Ja, 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 ja. Gut. Dann ist die liebe Tante auch wieder Bestandteil unseres Inventories. Das ist schön, wie die Ketten auch ein wenig zucken, wenn wir da dran laufen. Mag ich. Okay. Was stellen wir denn jetzt noch mit unserer verbleibenden Zeit an? Uppala. Aturenvieh. Das sieht gut aus. Yay. Schon wieder. Nö. Wir müssen hier auch irgendwie... Das ist echt lange her. Müssen hier auch... Zum Glück nicht die Wasserstände verändern, meine ich, sondern wir müssen nur die Zufuhr ein bisschen ankurbeln. Da oben sind, aber an die Ranken kommen wir noch nicht dran, um da lang zu klettern. Da kann ich die scheiß Treppe nicht drehen. Wait for it. Da kommen wir her. Okay. Moment. Dann haben wir jetzt die Tante getroffen, dann machen wir auf der Ebene nichts mehr. Dann renne ich hier weiter. Und wir gucken uns mal an, wohin wir dieses Scheißding noch drehen können. Oder wohin wir hier unten laufen können. Ja, das sieht auch gut aus. Na, fuck you. Grr. Okay. Wie wär's denn dann hiermit? Boah. Das ist auch eine Kiste. Wie schön. Aber die kriegen wir noch nicht. Ein bisschen Wasserstand ist dabei. Da kommen wir her. Da kommen wir her. Da kommen wir her. Fickt euch, da komme ich her. Scheiße. Darn. Jo. Hier rum. Da waren wir gerade drin. Das
heißt, ich laufe einmal. Nee. Shit. Wie komme ich da hin? Die Ranken da hinten sehen eigentlich ganz vielversprechend aus. Hopp. Scheiß auf die Treppe. Drecksding, wer braucht das? Oh, Fischis. Fischis mögen wir nicht. Klick. Ach so. Das da vielleicht. So, Moment. Ey, scheiße, was? War ich jetzt wieder zu ver... Wait, what? Hat mich das Spiel getrollt. Ich will da hinten hin, Mann. Da sind natürlich keine Ranken. Ich muss da oben. Ich muss von da oben da dran. Ah, ist das doof. Okay. Hilft ja nix. Dann, nee, Moment. Ihr habt's gleich. Okay. Einmal rum. Bis dort hinten. Drehen wir dieses scheiß Ding nochmal. Schon wieder die Hüfte gebrochen, aber ey. Link kann sowas. Kein Problem. So, okay. Dann gehen wir da hoch. Und danach könnten wir ja wohl uns einmal hier dran hängen. Nein! Fischi, 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 Fischi. Nicht gut. Oh, Link, komm schon. Kletter ein bisschen schneller. Du hast doch sonst kein Problem damit, deinen ganzen Krempel hier rumzuschleppen. Ich bin immer gewillt, wie bei Monster Hunter, mit der neuen Klettermechanik, den B-Knopf zu drücken, damit er ein bisschen schneller klettert, damit er da sprintet, aber wäre bei Zelda keine gute Idee. Würde entweder nichts bringen oder er ist so geil und dumm und zieht das Schwert mitten in der Luft und fällt dann wieder runter. So. Da, hier, da wollte ich hin. Hopp! Meine Güte! Ey, Link. Komm schon. Mehr als einen Joystick drücken kann ich nicht. Du musst auch ein bisschen mitdenken. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich den Joystick 5 Grad in die falsche Richtung gedrückt habe. Nein, der Held ist schuld. Oder der Controller ist kaputt. Eins von meinen. Ihr kennt doch die Lieblingsausreden. Schön. Wir versuchen das jetzt nochmal. Ich glaube an uns. Komm, Link. Was mache ich jetzt, um das zu verkacken? Ziehe ich mitten im Flug die Eisenstiefel an? So, komm hier. Aha. Hopp. Das sieht doch vielversprechend aus. Na? Hell yeah. Ja, ja. Ja, ja. Okay, cool. Wir haben die Karte. Und dann können wir den Part, glaube ich, beenden. Ihr könnt gerne liken, abonnieren, kommentieren, teilen. Ist alles ganz, ganz wichtig. Checkt die Projekte von Korinator und Malek. Folgt uns auf Facebook und Twitter. Und wenn ich diese Mistratte hier platt gemacht habe. Cool, ich hab einen Panzer. Ich mach den Part jetzt hier aus. Lenkart!